Ja. Dass sie von Anfang an gewinnen lassen sollen und dann alles abnehmen. Er meinte doch, ist nicht sein Glückstag. Ah, nee, ich verliere so schon immer ständig, dass sie noch nicht gewinnen. Ich bin einfach in Kuttenberg auf die letzten Klamotten ausziehen. Karotten und Äpfel, Augen und Magen. Die eigentlich. War ja nicht die Hütte? Ja. Und? Wie ist es mit meinem Mann gelaufen? Tja, ich habe alles versucht. Alles, was in meiner Macht stand. Doch vergebens. Ah, Heinrich, jetzt kann ich nichts mehr tun. Außer zur heiligen Jungfrau Maria für ein Wunder zu beten. Gute Gesundheit. Gott beschütze dich. Wollte ich nicht eigentlich alles wiedergeben, was ich dem abnehme? War wahrscheinlich wirklich die schlechteste Taktik. Naja. Dem auch sei. At least I've tried. Der ist jetzt auch noch AC. Weil ich so faul bin, mache ich jetzt dafür sogar schon eine Schnellreise. Ja. Wo ist denn Johanka? Die scheint aber hier irgendwo andersrum zu laufen. Hein? Beim Allmächtigen, was hast du nur getan? Was? Ich habe bei der Frau des Schneiders vorbeigeschaut, wie du wolltest. Und? Wie ist das gelaufen? Es sah vielversprechend aus, aber dann wurde Ambros stur und wollte nicht auf die Vernunft hören. Ein Jammer. Gewiss hast du getan, was du konntest. Vielleicht nimmt er noch Vernunft an. Ich danke dir, Heinrich. Und, was gibt es zu berichten? Du wirst nicht glauben, was passiert ist. Eine der Zuberdirnen kam zu mir. Und? Was wollte sie? Das Badehaus ist ihr nicht mehr redlich genug und sie sucht Arbeit. Als sie mich auf dem Marktplatz gehört hat, wollte sie sogleich ihr Leben ändern. Siehst du, was du bewirken kannst? Die Jungfrau hat dich nicht ohne Grund auserwählt. Du hilfst immer und überall. Du machst das großartig, Johanka. Lieb von dir, das zu sagen, Heinrich. Hab Dank. Aber wenn es doch nur mehr wären. Was meinst du damit? Mehr Menschen, die einen tugendhafteren Weg einschlagen möchten. Wie gerne würde ich allen helfen. Ich wüsste jemanden. Es gibt da eine Dirne in Ledetschko. Adela heißt sie. Woher kennst du sie denn? Ich hatte nach dem Überfall auf das Neuhofer Gestüt mit ihr zu tun. Sieh mich nicht so an. Ich musste sie befragen, weil sie einen der Banditen kannte. Ich hatte den Eindruck, dass sie nicht besonders glücklich war. Klingt vielversprechend, Heinrich. Wir sollten ihr helfen. Aber wie? Vielleicht schaffen wir es mit Überzeugungskraft. Und dann sucht sie sich eine andere Arbeit. Wenn sie im Badehaus arbeitet, muss sie das ein oder andere kennen. Was denn? Wäsche waschen? Nein. Wunden heilen, Aufgüsse kochen, Aderlässe durchführen und solcherlei Dinge. Ich könnte hier zwei zusätzliche Hände gut gebrauchen. Oh, wenn du meinst. Ich kann sie aufsuchen, dann sehen wir weiter. Ich hoffe, du kannst sie überzeugen. Ich finde hier etwas für sie. Mach's gut. Versuche die Zuberdirne zu bekehren. Klingt irgendwie falsch. Der Detschko ist ja quasi um die Ecke.
Von da aus kann ich direkt nach Ledetschko weiter. Steinbruch ist doch schon Geschichte, oder? War der überhaupt? Irgendwo fährt er weg, glaube ich sogar. Ah, aber ich sehe es nicht. Ich weiß nur, dass er an irgendeinem Fluss war. Hier oben? Hm. Jetzt echt zu Fuß? Quatsch. Ja, schon wieder. Gott schütze dich. Und? Hat sich der Spuk schon gelohnt? Heinrich, was hast du nur getan? Was meinst du? Du hast alles ruiniert. Das ganze Dorf weiß jetzt, wer dahinter steckt. Ich muss verschwinden, ehe sie kommen und mich lynchen. Und Groschen habe ich immer noch keine verdient. Hast mir wirklich sehr geholfen, Lehrling. Hättest du es nicht in einer Vision vorhersehen können? Und wenn schon, ich hätte niemals geglaubt, dass du so töricht bist. Und was ist mit dem Trank? Den kannst du dir selbst brauen. Ich verkaufe dir das Rezept, damit du nicht gänzlich unnütz warst. Aber das wird teuer. Auf bald! Ja. Was das Rezept betrifft. Ja, willst du es kaufen? Ja, ich brauche es dringend. Ich verstehe. Ich bin mir sicher, du wirst mehr als zufrieden sein. Es ist nicht für mich. Gott sei Dank. Lebe wohl. Alter. Mich ausgenommen. Also dann kann mir das Geld mittlerweile egal sein. Vielleicht nehme ich das Geld auch aus seinen kalten Händen wieder. Seinen kalten, toten Händen. Der Hund heult hier immer noch rum, ey. Das wird bestimmt nochmal eine Quest sein, glaube ich. Was führt dich hierher? Wir können keinen Störenfried gebrauchen. Ein wichtiger Gast ist hier. Was führt dich hierher? Wir können keinen Störenfried gebrauchen. Ein wichtiger Gast ist hier. Du mit seiner Kundschaft, du niederträchtige Hure! Geh und behalte dein Geld. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Du musst aber. Ich habe bezahlt und bekomme das, was ich will, ob es dir gefällt oder nicht. Komm her zu mir, Kätzchen. So, jetzt geht's ja auf die Schnauze. Willst du mich verkackeiern? Ich sagte raus! Ich gehe nirgendwo hin. Ich muss zu Adela. Zu Adela? Ich hab für die Hure bezahlt. Nenn sie nicht Hure. Sie fickt für Geld, du Teufel! Sie ist eine Hure! Jetzt reicht es mir! Warum hast du dich nicht rausgehalten?
töte ihn auch noch. Du bist zu weit gegangen, Bursche. Was fällt dir ein, meine Kundschaft zu schlagen? Mein Gott, was hast du getan? Dich gerettet? Oh nein. Hänslin wird mich umbringen. Wenn nicht er, dann Mara. Ganz ruhig, alles wird gut. Heinrich, hättest du Hinek nicht gerettet, würde ich dich jetzt ohrfeigen. Geh fort von hier. Ich helfe dir. Was? Warum? Was hast du denn vor? Reiß ihm die Eier ab. Du musst nicht mehr in diesem Drecksloch leben. Komm mit mir mit. Wer hat dich denn geschickt? Johanka. Wer ist denn diese Johanka in Gottes Namen? Lass Gott besser aus dem Spiel. Ha! Seit wann bist du so gottesfürchtig? Das ist wegen Johanka. Oh, wer ist diese Frau? Sie ist aus Galitz, wie ich. Ein argloses Mädchen. Das sagen sie alle. Sie ist ein guter Mensch. Warum glaubst du das? Weil ihr anscheinend die heilige Jungfrau erschienen ist. Was? Sie zeigte sich Johanka in ihren Träumen, während sie schlief. In Träumen? Nun, Johanka sprach von Visionen, die die Jungfrau ihr zuteil werden ließ. Aber warum erschien sie ausgerechnet ihr? Ihr ist es zu verdanken, dass die Verletzten aus Galitz in Sasau unterkamen. Wenngleich sie es dort natürlich auch nicht leicht hatten. Wie ich hörte, nahm man sich im Kloster ihrer an. Ja, ein Bein hat man sich dort allerdings nicht für sie ausgerissen. Johanka hat sich fast allein um sie gekümmert. Die meisten von ihnen wären sonst jetzt tot. Als ich sie nach Skalitz zum ersten Mal wieder sah, war sie am Boden zerstört. Und man wollte sie nicht im Kloster haben. Sie hätte einfach gehen können. Aber sie wollte unbedingt helfen. Aber was hat das alles mit mir zu tun? Johanka hat mich zu dir geschickt. Sie hatte Visionen in der Nacht. Und deswegen glaubt Johanka, dass sie dazu auserkoren wurde, Sünder zu retten. Du glaubst, dass das keine Einbildung war? Ja, das glaube ich. Ich will auch glauben können. Dann versuch's doch einfach. Wie? Soll ich etwa meine Sachen packen und bei Leuten ein neues Leben beginnen, die ich gar nicht kenne? Warum nicht? Das wäre verrückt, so als würde man ein anderer Mensch werden. Warum wurdest du eine, du weißt schon. Eine Dirne? Ja. Du wirst jetzt keine rührende Geschichte über ein armes Mädchen hören, mit dem es das Schicksal nicht gut meinte. Ganz einfach. Ich will nicht heiraten und brauche Geld. Also nur des Geldes wegen? Weswegen sollte ich das sonst tun? Hast du etwa ein Problem damit? Ich hab Geld. Nein, man muss ja über die Runden kommen. Aber nicht unbedingt als Zuberdirne. Was soll ich denn deiner Meinung nach sonst machen? Du könntest dir doch eine andere Arbeit suchen. Wozu? Was ist falsch an meiner Arbeit? Was, wenn du irgendwann älter bist? Die Männer werden dann zu anderen Dirnen gehen. Wohl wahr. Bedauerlicherweise. Hier zu arbeiten ist gefährlich. Bei all den Krankheiten, die es gibt. Was weißt du schon davon? Ich habe schon viel gesehen. Vielleicht zu viel. Oh, tut mir leid. Schöner Tripper. Ich versuche nicht daran zu denken. Solltest du aber. Der Apotheker von Ratai könnte dir viel über Krankheiten erzählen, mit denen die Leute kommen. Ich weiß nicht so recht. Du lebst in Sünde. Was zieht, ich weiß es nicht. Jetzt noch unter die Nase reiben, was Sinn macht. Obwohl, die Künde, das ist doch Kirche und dass so. Dass du in Sünde lebst, ist dir egal? Ja, Rechtschaffenheit füllt keine Mägen. Der Mensch lebt nicht von Brot allein. Bestimmt hast du noch nie Hunger gelitten.
Das wäre es jetzt, Edgar, ja, genau. Das habe ich, glaub mir. Aber ich habe dann nicht meine Seele verkauft. Sehr glaubhaft, wenn ich dein völliges Gesicht sehe. Ich weiß nicht. So schlecht geht es mir hier gar nicht. Ist dir nie in den Sinn gekommen, etwas anderes zu tun? Und was? Die Frauen bei den Minen brauchen Verstärkung. Könntest Witwe werden? Du könntest den Kranken helfen. Das ist doch bestimmt anstrengend. Ja, aber dann musst du dich nicht mehr schämen. Das stimmt wohl, ja. Ich weiß nicht so recht. Du giltst als ehrlos. Die Leute meiden dich. Was interessieren mich die Leute? Sie leben ihr Leben, ich lebe das meine. Manchmal braucht man aber seine Mitmenschen. Ob es einem gefällt oder nicht. Mir egal. Das für 14-jährige Argumente hier. Selbst Johanka ist zuweilen auf Hilfe angewiesen. Aber als du sie beschrieben hast, wirkte sie so stark. Und dennoch muss sie kämpfen. Hätte nicht einer der Mönche ihr geholfen und auch... Du? Ja. Ich stehe ungern tatenlos herum. Vielleicht ist es doch gar nicht so schlecht, wenn man jemanden hat. Ja, ohne Zweifel. Weißt du, irgendwie hast du schon recht. Also, gehst du fort? Wie denn? Wo soll ich denn hin? Und wovon leben? Möchtest du in der Krankenstube des Sasauer Klosters arbeiten? Wollen die mich denn? Als Zuberdirne kennst du dich mit der Wundsorge aus. Sie werden froh sein. Und wo wohne ich dann? Dort natürlich. Kein Palast, aber es wird dir an nichts mangeln. Ich bin ohnehin sehr genügsam. Na siehst du? Du brauchst dir keine Sorgen. Das ist eine Argumentationslinie. Das habe ich mir auch schon gedacht. Gehen wir jetzt gleich? Wir können sofort los. Gehen wir. Nun gut. Ich packe noch meine Sachen und sage Lebewohl. Grundgütiger. Ich bin ganz aufgeregt. Mir nichts, dir nichts, gehe ich einfach. Du tust das Richtige. Wirst sehen. War doch wohl der rote Faden, oder nicht, Semi? Jetzt los. Ah ja. Ich war noch nicht mit dir. Ich werde dich an den Eiern aufknüpfen und mir von der Hure holen, wofür sie Geld bekommen hat. Hundling. Ach, du bist erledigt. Das nennst du kämpfen? Hau dich doch! Ist immer geil, wenn 20 Leute auf einen einschlagen, ihr Spast. Du bist tot. Was willst du denn machen, Alter? Ich frag mich, was die Leute sich gedacht haben, als sie dieses Spiel entwickelt haben. Ja, also gegen 3 Leute easy kämpfen. Kein Problem. Die Töle ist zu nichts zu gebrauchen, ja. Der Hund bringt auch so gut wie nichts, Alter. Also er bringt wirklich nichts. Was hast du hier zu suchen? Lebensmüde, was? Das ist deine Freude. Und mir von der Hure holen, wofür sie Geld bekommen hat. Hau dich doch! Was ist los? Komm schon!
Die hat keinen neuen Pfeil auf, weil du ein Hibbel bist. Achso, ich habe keine mehr, ne? Das nennst du kämpfen? Kann man denn da daneben schießen? Also. Ich schlachte mich ab! Mehr hast du nicht drauf? Komm her, du Weichei! Rade dich da! Ding ist, du hast gar keine Chance gegen drei Leute. Ich meine, eine Chance gegen zwei Leute meistens. Knie bekommen, was? Oh, Alter. Soll das denn bei allen sein? Oh. Was ist los? Komm schon! Steht direkt vor mir. So, einfach den offenen Helm. Und den machen wir jetzt mal so. Lieber Gott! Pfeil und Bogen. Du brauchst kein Schwert. Du brauchst einfach nur Pfeil und Bogen. Einer hat 77 gehabt, ne? Ja. Nicht mal Geld dabei, Leute. Er hat auch das Horn eines Einhorns dabei. So. Kein Hirn, das kann noch nichts kaputt gehen. Ich hab's dann so mit Haut abziehen. Geht's dir gut? Ja, hab Dank. Sie hatten es auf dich abgesehen. Alles in Ordnung? Ah, nur ein paar Kratzer. Diese Narren wussten nicht, wen sie vor sich hatten. Gut. Je früher wir gehen, desto besser. Ich will keinesfalls länger hier bleiben. Dann mal los. Verstehe nicht, wie man hier irgendwelche Kämpfe gewinnen kann. Ohne Scheiß. Wenn die Leute in der Überzahl sind, du kannst es ja nicht mal manchmal selektieren. Gott sei Dank, das Spiel nur auf einer SSD installiert. Die nicht arbeitet. Oh Gott, ich hoffe, das Spiel ist nicht gecrashed. Ich glaube, das Spiel ist gecrashed. Sind da. Oh Gott sei Dank. Gib dir ein bisschen Zeit und du wirst dich hier wohlfühlen. Oh Heinrich, die Sache beginnt sich langsam gut anzufühlen. Vielleicht werde ich hier wirklich glücklich. Ich bin mir sicher. Johanka wird sich um dich kümmern. Das kann sie sehr gut. Du bist der Erste, der etwas für mich getan hat, ohne Erwartungen zu stellen. Und ich kann dir auch gar nichts geben. Außer, falls du möchtest,
Ein allerletztes Mal? Ein letztes Mal noch der alten Zelten willen. Oh Mann. Du musst mir nichts geben. Und ganz sicher musst du mit niemandem mehr Unzucht treiben. Danke. Mit gar niemandem. Oh, hab Dank, Heinrich. Danke. Das wäre echt gut geworden. Hierher bringen, damit sie geläutert ist. Und aber nochmal schnell ein Durchballern, ne? Ist klar. Johanka? Betest du immer noch? Ich bin nicht da, weil ich Johanka bin. Oh, wo ist sie denn? Die ist irgendwo. Blind oder so? What the F? Nicht die. Ach, da. Beim Allmächtigen, was hast du nur getan? Ich warne Detschko, wie du wolltest. Und? Wie ist es gelaufen? Du hattest recht. Adela ließ sich überzeugen. Sie hat eingesehen, dass sie ihre Arbeit an den Nagel hängen sollte. Sie wird ihr helfen. Großartig. Ich habe ihr versprochen, dass du dich hier ihrer annimmst. Im Gegenzug wird sie dir mit den Verletzten und Kranken helfen. Das hast du gut gemacht, Heinrich. Hab Dank. Ich werde mich um sie kümmern. Sie braucht jetzt viel Zuspruch. Und wie stehen die Dinge hier? Alles ist wie eh und je. Verletzte und Kranke gibt es schließlich immer. Ich bin von früh bis spät auf den Beinen. Matthias geht es besser. Das macht mich sehr froh. Nicht jedoch diese Unruhestifter. Unruhestifter? Die Mönche. Als du weg warst, tauchten ihr Halunken auf und machten sich an den Gaben der Leute zu schaffen. Als die Wachen kamen, suchten sie das Weite. Oh, wer waren sie? Ich selbst habe sie nicht gesehen. Aber am Eingang zum Kloster lungern gerade ein paar Kerle herum. Vielleicht waren sie es. Sie belästigen mich, wann immer ich in die Stadt gehe. Belästigen? Wie? Wurden sie handgreiflich? Nein. Sie sagen immer Gemeinheiten, weil sie mich auf dem Marktplatz predigen gehört haben. Und wenn mich jemand aufsuchen will, machen sie Ärger. Deswegen kommt kaum noch jemand zu mir. Kannst du ein Wörtchen mit ihnen reden? Gut, ich werde sehen, was ich tun kann. Hab Dank, Heinrich. Sag mir dann bitte Bescheid, ja? Gott schütze dich. Ich werde dir mal meine Meinung ins Gesicht schlagen. Erst. Gar keine Reparatursachen mehr. Da steige ich eigentlich hier gar nicht auf. Mal hier Schwert. Gilt Schwert auch für Kurzschwert? Oh, in Ledetschka habe ich einen guten Ruf, mein Gott. Hier verursacht er Schaden. So, den werden wir noch mal ein bisschen Meinung geigeln.